Liebe Grüße aus dem Botanischen Garten und herzlich willkommen in der vorlesungsfreien Zeit. Ich hoffe, ihr kommt mit euren Hausarbeiten gut voran und die Prüfungen stressen euch nicht zu sehr. Wusstet ihr, dass die FAU in der Forschung zu künstlicher Intelligenz ganz oben auf der Liste steht? Seit 1975 beschäftigt sich die FAU mit künstlicher Intelligenz und ist deshalb ein ganz wichtiger Standort in der Forschung. Aktuell arbeiten mehr als 60 Lehrstühle und Professuren an wichtigen Themenfeldern in der künstlichen Intelligenz. Es gibt jetzt sogar eine eigene Homepage für die Forschung an der FAU zu künstlicher Intelligenz. Schaut da doch einfach mal vorbei. Wer die FAU News verfolgt, der merkt vielleicht, dass wir in letzter Zeit viele sportliche Erfolge feiern können. Und damit geht's jetzt auch weiter, und zwar mit einem Fußballprofi. Anna-Maria Buckel studiert seit Oktober 2016 den Master of Science in Economics an der WISO in Nürnberg und ist jetzt mit ihrer Frauenmannschaft des FC Ingolstadt 04 in die zweite Bundesliga aufgestiegen. Herzlichen Glückwunsch und ganz viel Erfolg für die kommende Saison. Dass Solaranlagen super für unsere Umwelt sind, da sind wir uns alle einig. Das haben sich auch Studierende des Lehrstuhls für Laserphysik an der FAU gedacht und eine Anlage auf dem Dach des Lehrstuhls installiert. Das Ganze ist nicht nur umweltfreundlich, sondern spart auch bis zu 30.000 Euro Stromkosten. Finanziert wird die Anlage vom Solarverein Sonnenenergie in Erlangen und bei dem Wetter lohnt es sich ja richtig. Wer mal sein eigenes Fachgebiet verlassen möchte und in andere Fachgebiete schnuppern möchte, der sollte sich unbedingt mal das Projekt der Virtuellen Hochschule Bayern anschauen. An dem ist nämlich die FAU beteiligt. Hochschulwissen für alle bereitstellen, das ist das Motto des Projekts OpenVHB. Heißt, Professorinnen und Professoren können Online-Kurse hochladen, die sind dann offen für alle, die Kurse kosten nichts und man muss auch nicht an einer Uni eingeschrieben sein. Die FAU bietet bisher 3 Kurse an zu folgenden Themen: erfolgreich die Zukunft planen und managen, Medienethik, Themen und Diskurse und technische Grundlagen des ressourcenschonenden und intelligenten Wohnens. Vorwissen benötigt ihr nicht, klickt euch doch einfach mal rein und schnuppert in neue Themenfelder. Wer noch nach passenden Lektüren für die Hausarbeiten sucht, für den habe ich jetzt gute Neuigkeiten. Seit dem 1. Juli können alle FAU-Angehörigen kostenlos die Fachzeitschriften des Wiley Verlags lesen und Artikel runterladen. Der Wiley Verlag ist einer der weltweit größten wissenschaftlichen Verlage und bietet etwa 2500 Titel an. FAU-Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dürfen außerdem kostenfrei in den Zeitschriften publizieren. Und vielleicht helfen euch die Zeitschriften ja hin und wieder für eure Hausarbeiten. Dabei wünsche ich euch weiterhin viel Erfolg. Wir sehen uns in 2 Wochen wieder.